Willkommen zurück bei Oriental Night. Ja, das bin ich. Liebe Freunde, der dritte Teil von Oriental Night. Weiterhin geht es um das Festival Eigenarten. Und ein Festival mit viel Farbe, viel Kultur. Ich möchte ja gerne wissen, bei euch ist bestimmt die Aufgabenteilung ja auch fest. Ne? Jeder kümmert sich um bestimmte Parts. Ja. Musst du dich um bestimmte Künstler kümmern? Ja. Die da zum Beispiel, weiß ich nicht, um wen musst du dich kümmern? Wo musst du mal dabei sein? Vor allem, also was musst du immer kümmern? Dabei sein ist jetzt noch nicht angesagt, beziehungsweise wir sind dann bei den Veranstaltungen oder vielleicht auch mal bei den Proben, aber im Vorfeld gab es ja auch ganz viel, was zu klären war. Wie gesagt, in der Bewerbungsphase noch mit den Künstlern, was fehlt, was für Unterlagen, was für Fotos, was für Informationen brauchen wir noch, das haben wir untereinander aufgeteilt. Fürs Programmheft mussten die Texte redigiert werden, auch wieder Fotos eingeholt werden. Und da hat halt jeder so mit seinen paar Künstlern, also wir sind 7 Praktikantinnen und dann 3 Feste, Kontakt gehabt. Jetzt fürs 15-jährige Jubiläum werden wir eine CD herausbringen mit so einem musikalischen Überblick über die letzten 15 Jahre. Da waren wir natürlich auch mit den Künstlern in Kontakt und also es ist immer unterschiedlich. Wir treffen uns meistens einmal die Woche und das wird dann immer relativ unbürokratisch, sag ich jetzt mal so, die Aufgaben vergeben. Also es klappt einfach, wir sind ständig in Kontakt. Und das macht ihr immer ehrenamtlich, die meisten? Ja, genau. Also wir haben dann jetzt noch eine Pressedame, eine Fotografin und eine Grafikerin, die kommen dann später halt dazu, beziehungsweise die Grafikerin natürlich schon im Vorfeld, aber wir Praktikantinnen machen das alle ehrenamtlich. Und jetzt aktuell fürs Festival haben wir noch einen männlichen ehrenamtlichen Helfer, der einfach Lust hatte, was im kulturellen Bereich zu machen, eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommt und ja. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, wenn es um Kultur und sowas geht. Das ist immer, ja, aber warum eigentlich? Ich verstehe das echt nicht ganz, ehrlich gesagt. Klingt das so feminin? Ich weiß es. Oder warum sind immer die Ladies da? Ich habe keine Ahnung. Es war im Studium auch schon so. Ich habe Ethnologie studiert. Es waren auch überwiegend Frauen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich finde es auch schade, aber es ist wohl so. Die Jungs sind bestimmt alle bei BWL und so. Oder bei Jura. Ist ja so männlich. BWL und Jura. Aber als ich damals studiert habe, kann ich mich gut erinnern, war ich der Einzige in der ganzen Gruppe. Ich glaube, wir waren so 10, 12 Mann, damals an der HWP. Ja, heute, wie heißt das heute? Department für Wirtschaft und Politik oder Sozialökonomie. 3 neue Namen. Und genau, hier in dem Department war ich der einzige Soziologe. Waren alles BWLer. Ich habe mir nur die Frage gestellt, warum studieren alle BWL? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es so ein Massenphänomen. Man weiß es nicht. Also, liebe Jungs, traut euch. Seid mal aktiv, macht mal was, meine Güte. Ihr werdet nicht nur männlich, weil ihr BWL studiert oder so. Da ist es so. Ein bisschen aktiver werden, gestalten, Kultur vor allem gestalten. Ja. Kann man sich da eigentlich jetzt schon auch bewerben für das nächste Jahr? Oder als Künstler meinst du? Als Künstler, als Künstler, ja. Das kann man, sieht man auch, wenn man auf die Webseite geht. Man kann jetzt schon Bewerbungen einsenden, gerne jeder, der Interesse hat. Wichtig ist eben, es ist ein Hamburger Festival für Künstler aus aller Welt. Also Hamburger Festival heißt, die meisten der Künstler, die bei uns auftreten, leben oder arbeiten größtenteils halt eben hier. Also ist jetzt keiner dabei aus dem Saarland oder aus Bayern oder so. Aber es sind alles Weltmusiker. Es sind alles Weltmusiker und das, was ich gerade sagte, hängt auch nur wieder mit den finanziellen Mitteln zusammen. Wir können leider niemandem aus dem Saarland oder aus Bayern die Reisekosten und Unterkunft und sowas zusammen. Schlechtes Festival. Ich dachte, das ist Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Hey, man kommt zu euch, 5-Sterne-Hotel, schlägt dann das Hotel kurz und klein und dann geht man nach Hause. Ist nicht. Das hängt von den Künstlern ab, was die machen nach Vorstellungsende. Wie, ich meine, ihr fungiert ja auch so zu fünft. Mhm. Ist man eigentlich immer zu fünft unterwegs, zu Sessions, wenn man zusammenkommt und Konzerte gibt? Oder entsteht dadurch auch ein privates, familiäres Miteinander so über die Zeit? Das ist ganz wichtig. So finden sich, glaube ich, gute Musiker auch zusammen, wenn sie auch einen persönlichen Draht haben zueinander. Weil ohne das, für mich ist das nicht vorstellbar, wenn es nur, wir treffen uns heute Abend, machen Musik und dann gehen wir wieder. Also wir treffen uns jetzt auch nicht jede Woche dreimal, das nicht. Aber es muss schon der Draht da sein zueinander. Und so bringt es auch dann Spaß, zusammen zu verreisen. Ja. Und Konzerte außerhalb zu machen, so, da muss man ja auch klarkommen zusammen. Klar, natürlich, eben, das wollte ich im sagen. Auto, da muss man fünf Stunden. Da muss man erst recht miteinander klarkommen. Ja. Unter uns, ne,
Was ist an ihr so ein bisschen so, was dir, wo du sagen würdest, da müsste sie noch dran arbeiten? Anja ist perfekt. Nicht wahr? Ich stelle dir die Frage nachher alleine. Ich kann nur so sagen. Gordon. Hast du gut gemacht. Stell dir die Frage nachher unter vier Augen. Wenn man jetzt aber auch viel unterwegs ist, aber da gibt es ja trotzdem Reibungspunkte, da gibt es immer meistens in einer Band so einen Schlichter. Ja. Wer ist der Schlichter bei euch eigentlich, wenn es dann mal ein bisschen knarrt? Sofort, kann ich dir sofort sagen. Das ist der Kontrabassist und er heißt Thomas. Wieso? Oder hat er die Rolle übernommen? Weil er einfach so vom als Mensch ist. Wir hatten jetzt eine Situation vor dem letzten Konzert. Da gab es ein Problem am Auto mit einem Auto, was neben uns stand, was etwas beschädigt war. Und er hat es super gemacht. Wir sind gut ins Konzert gekommen, obwohl es erst große Aufregung war. Und Goran wäre eher derjenige, der so ein Akkordeon Gorat hat den Schaden gemacht und Goran war beim Aufbau. Er hat das gar nicht mitbekommen. Aber es ging trotzdem. Viel besser als mit dir. Ja, ich habe fast gar nichts verstanden. So, das war auch. War vielleicht auch besser so. Ja, ich glaube, in diesem Fall war es besser. Was ich noch spannend finde, ist, Goran, weil du vorhin gesagt hast, du komponierst ja. Seid ihr auch schon so weit, dass ihr auch für euch selber, oder habt ihr schon eigene Kompositionen eigentlich? Ja, aber diese Komposition macht Anja und wir dann arrangieren das zusammen. Okay. Wobei, Goran, du hast mir gerade einen Walzer geschickt. Da könnte man auch was mitmachen. Ja. Ein Walzer? Mhm. Ja, aber das war für eine Schülerin von mir. Ah, okay. Also auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt, wo man weiß, dass man bei euch viel bewegen kann. Ich freue mich. Und die Band könnt ihr natürlich sehen, liebe Freunde, ich gucke gerade am 25. Oktober, 20.30 Uhr, 20 Uhr in der Werkstatt 3. Ja, so, jetzt habe ich es. So viel, ne? Viele Gäste, da komme ich sogar durcheinander. Also, wenn ihr die Band Oubli Loulou live sehen möchtet, liebe Freunde, dann am 25. Oktober um 20 Uhr in der Werkstatt 3. Und weitere Informationen, kann ich mal sagen, gibt es auf der Website. Genau. Ne? Weil ich muss mich langsam von dir schon mal verabschieden. Ja. Schön, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich drücke euch weiterhin die Daumen. Danke. Bist du denn auch nächstes Jahr dem Festival treu ergeben? Ich hab oder dieses Jahr das erste und tschüss? Nee, weil ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht. Das ist jetzt noch so im Laufen und ich gucke mal, was danach kommt. Mal schauen. Also, bei Julia läuft's, liebe Freunde, sie ist eigentlich ganz entspannt. Das Festival Eigenarten vom 23. Oktober bis zum 2. November. Weitere Informationen gibt es auf www.festival-eigenarten.de. Und außerdem, wenn ihr im Web unterwegs seid, könnt ihr natürlich auch uns besuchen. Egal auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, da findet ihr unsere Sendung. Also alles in den Social Networks. In diesem Sinne, der letzte Clip des Abends, der kommt nämlich von Özgün und der sagt Öpücem. Das war der Clip von Özgün und Özgün sagt Öpücem. Öpücem heißt Küsschen, Küsschen. Und französische Musik ist ja auch immer so romantisch, oder? Bisou, bisou. Bisou, bisou heißt auf Französisch? Küsschen, küsschen. Musst du, glaube ich, ins Mikro sagen, sonst hören das die Leute nicht. Bisou, bisou. Bisou, bisou. Was für ein Lied hören wir gleich von euch? Um was geht es? Um Amore, um Liebe, um Herzschmerz, Schmachter? Ja, die Liebe kann ja so einiges und sie kann vor allen Dingen verzaubern. In dem nächsten Stück, das ist ein klassisches Chanson von Georges Brassens, da geht es darum, dass ein Typ, der eigentlich total im Leben steht und überall Erfolg hat und vor allen Dingen bei den Frauen immer Erfolg hatte, sich in eine Puppe verliebt. Das hat aber zur Folge, dass er so klein wurde und alles für sie getan hat, um von ihr geliebt zu werden. Den Rest singe ich lieber. So sieht's aus, liebe Männerwelt. Ne? Einmal verknallt, Leben ist vorbei. Was ich auch sehr interessant war, finde auch, dass du eigentlich mit dem Instrument sitzt. Ich dachte, das ist nicht so ein Schwergewicht. Ist das sehr schwer? Ja, es gibt verschiedene Typen von Akkordeon. Das ist ein Konzert Bayern, so sehr großes Akkordeon und das ist ungefähr 20 Kilo. Deshalb muss man die ganze Zeit sitzen? Ja. Da kannst du nicht einfach mal stehen? Nein, das ist viel zu schwer. Aber ich habe bei einigen Bands immer gesehen, wenn der Akkordeonist, ja. Bero hat Deutsch gelernt, der Akkordeonist, die stehen aber auch einige. Wie geht denn das? Ja, normalerweise diese sind viel leichter, diese sind kleine Instrumente und das Instrument hat Konvertesystem. Das bedeutet so, ich kann
Oder auch. Unglaublich viele Knöpfe. Hat jeder Knopf einen anderen Ton? Nein. Das ist nicht wie eine Tonleiter, oder? So, hier gibt es 120 Knöpfe. Die erste zwei Reihen sind. Und da gibt es nur 12 verschiedene Töne, aber hier gibt es 58 verschiedene Töne. So viel zur Musikexkursion bei Oriental Night, liebe Freunde. Lasst uns ein bisschen Musik hören und mit euch finalisieren wir die Sendung. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, und ich kann nur an dieser Stelle sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, habt viel Spaß und besucht auf jeden Fall das Festival Eigenarten. Und auf der Website festival-eigenarten.de gibt es natürlich weitere Informationen und unter anderem auch Ubli, Lulu. Viel Spaß, tschüss. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle m'a fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dure à cuire, m'a converti la fine mouche. Et je suis tombée tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle est sourie et quand elle chante, et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Mais à tout prendre, quand se pend ici,
quand se pendre ailleurs. S'il faut se pendre, je me suis fait petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tonight wurde präsentiert von Kaya Shisha. Enjoy with style.